Hallo, hier ist Game Department und ich stelle euch vor Weihnachten noch ein paar Spiele vor mit unserem neuen Smiley Award. Dazu gehört Luxor und Luxor ist so schön einfach, das kann ich euch auch kurz erklären. Luxor ist sehr einfach, aber nicht minder interessant. Zu Beginn mischt ihr und verteilt die Plättchen. Die Plätze, auf denen die rosanen und die gelben Blättchen kommen, sind vorgegeben. Die restlichen Schatzfelder verteilt ihr mit den Schatzplättchen, füllt ihr mit den Schatzplättchen auf und überdeckt dann auch die Tiersymbole. Die Sonderkarten werden nach den Augensymbolen sortiert und am Spielrand bereitgelegt. Hier seht ihr einen Aufbau für vier Spieler. Jeder Spieler hält eine Farbe und das dazugehörige Siegpunktemarker, den dazugehörigen Siegpunktemarker und sein Farbblättchen, damit er weiß, welche Farbe er spielt. Jeder Spieler hat fünf Figuren. Zwei setzt er am Anfang auf die Treppe und dann beschreitet er den Weg dieser Linie entlang bis zur Mitte des Tempels. Der Spieler bewegt mit Hilfe dieser Karten seine Spielfigur vorwärts bzw. rückwärts. Diese werden gut gemischt und in der Spielplanmitte bereitgelegt. Jeder Spieler hält fünf Karten, dessen Reihenfolge er nicht verändern darf. Der Startspieler kann nun eine der beiden äußeren Karten, also diese oder diese hier, spielen. Da es die gleiche Karte ist, kann er also nur, also nimmt er jetzt diese, spielt diese und das Würfelsymbol bedeutet, wenn er diese Karte spielt, also auf den Ablagestapel legt, muss er den Würfeln würfeln und geht dann mit seiner Figur drei Felder weiter. Danach zieht der Spieler eine Karte vom Nachziehstapel und steckt diese in die Mitte der vier Karten, die er noch auf der Hand hat. Das ist das schöne Handmanagement an diesem Spiel. Jetzt hat er die Möglichkeit, das nächste Mal in seinem Zug entweder zu würfeln oder einen Schritt, ein Feld vorzugehen. Um die Schätze zu bergen, muss dieses Symbol, also dieser Auftrag erfüllt werden. Das heißt, hier müssen zwei deiner Figuren draufstehen. Dann erhältst du dieses Blättchen und gehst mit deinem Siegpunktmarker 30 Punkte vor. Im weiteren Verlauf des Spiels werden die Figuren immer über die Blättchen bewegt. Mögliche leere Felder werden übersprungen. Taucht dann so ein Symbol auf, wie dieses. Die Sonderkarte mit diesem Symbol darauf gelegt und bleibt bis zum Ende des Spiels liegen. Dort kann man dann Sonderkarten oder Sonderfähigkeiten aktivieren. Überspringt man im Verlaufe des Spiels seinen Abenteurer, der hier liegt, wird dieser freigeschaltet und fängt dann wieder auf der Treppe an. Jetzt besteht die Möglichkeit, falls man noch mehrere freischaltet, es wäre die Möglichkeit, noch zwei freizuschalten, dann hätte er hier drei gelbe Abenteurer. Mit diesen drei gelben Abenteurern könnt ihr theoretisch diesen Schatz noch bergen. Im Verlauf des Spiels werden von diesen lilanen Sonderblättchen immer mehr freigeschaltet. Und da kann man sich dann auf denen Schlüssel, Joker für die Set-Zusammenstellung und extra Punkte in Form von Skaven erhaschen. Das Spiel endet, wenn die ersten beiden Abenteurer hier diese Kammer erreicht haben. Der erste bekommt die 5 Punkte und der zweite die 30 Punkte. Und dann kommt es auch schon zur Endwertung. Siegpunkte
Gibt es dann für den Standort eines Abenteurers den Skarabäen? Das wäre hier mein Abenteurer, steht hier auf der 2. Würde ich 2 Siegpunkte erhalten. Natürlich dann, wenn ich so eine Pharao, so ein Pharao ergattert habe, natürlich in der 5 oder 3 Siegpunkte. Um überhaupt in die Kammer zu gehen, müsste ich ja erstmal hier noch einen Schlüssel abgeben. Der kommt hier hin. Den muss ich mir dann im Verlauf des Spiels dann unbedingt erstmal besorgen. Ich kann aber auch mehrere Schlüssel haben und dann gibt es halt für jeden Schlüssel einen Siegpunkt. Und wenn ich dann so ein Set an Schätzen habe, also Vase, Statue, Kette, gibt es je nach Anzahl der Sets nochmal Siegpunkte. Und für dieses Set sind auch diese Joker, also anstatt einer Vase kann ich halt auch so einen Joker verwenden. Darf aber nie mehr wie 2 Joker in einem Set verwenden. Ja, und dann nochmal die Skarpen. Gucken wir dann, wie viel Punkte man an Skarabäen hat. Ja, trägt es auf der Siegpunktleiste ab und errechnet den Sieger. Als Ergänzung, ihr habt nicht nur das Handkartenmanagement, wo ihr entscheiden müsst, welche äußere Karte ihr spielt. Ihr könnt auch euer Deck verbessern durch die Sonderkarten, die dann noch eine höhere Variabilität erlauben, die Spielfiguren zu setzen. Also wie ihr seht, ein schönes Rennspiel, bei dem ihr mit euren Abenteurern zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müsst und nicht unbedingt als Erster in der Mitte der Pyramide, um zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Spielen.